Ich bin Hanna Kaspian, ich bin buchverrückt. Meine erste große Liebe waren Bücher, Bücherlesen. Das ist bis heute auch so geblieben. Ich liebe gute Geschichten und deswegen gebe ich mir immer ganz besonders viel Mühe, wenn ich meine historischen Romane schreibe. Ich schreibe historische Romane aus dem Kaiserreich. Mit meiner neuen Trilogie geht es in die Mark Brandenburg auf ein Schloss, Schloss Liebenberg. Die Geschichte spielt von 1906 bis 1909 und es geht vor allen Dingen um die Dienstboten, um den harten Arbeitsalltag der Dienstboten, ihre Rechtlosigkeit, ihre Träume, ihre Wünsche, ihre Hoffnung auf ein besseres Leben. Und es ist, die Geschichte ist so ein bisschen eine Mischung aus Das Haus am Eaton Place und Gosford Park. Und im Hintergrund spielt so der größte Polizeiskandal, den das Kaiserreich je gesehen hat, eine Rolle. Wie komme ich zu meinen Themen? Also meine Themen entstehen meistens durch die Recherche meiner vorhergehenden Bücher. Mit Greifenau bin ich ja vor dem Ersten Weltkrieg gestartet. Durch den Ersten Weltkrieg, durch die harten Jahre der Weimarer Republik bis hin zum Beginn der Nazizeit. Mit meinem Hörbuch Schwestern des brennenden Himmels bin ich ans Ende des Zweiten Weltkrieges gesprungen zur Potsdamer Konferenz, die Initialzündung für die Teilung Deutschlands. Und dann guckt man auf diese erste Hälfte 20. Jahrhundert mit seiner sehr unheilvollen Geschichte. Und dann fragt man sich, wie konnte es eigentlich zu dieser Urkatastrophe, also Urkatastrophe Erster Weltkrieg, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Wenn man sich das fragt, kommt man sofort zur Person des Kaisers, Kaiser Wilhelm II. Und der war, um es mal ein bisschen frech zu sagen, er war arrogant, er war rechthaberisch, er konnte keine Kritik vertragen, er war eitel, er war auch ein bisschen faul. Er verstand weitaus weniger von Politik, als er selber glaubte. Er verstand noch viel weniger von guter Bündnispolitik. Und er musste sich aber immer in alles einmischen und überall Recht haben. So, zudem kam noch, dass er immer das sozusagen auf die nächsten Berater hörte, die um ihn drumherum schwirrten. Wer gerade sein Ohr hatte, dessen Meinung hatte er. Und es gab aber eine Konstante, es gab die Mitglieder der Liebenberger Tafelrunde, der sogenannten Liebenberger Tafelrunde, mit denen er schon über lange, lange Jahre freundschaftlich verbunden war. Die fuhren also auch einmal im Jahr nach Norwegen, in die norwegischen Fjorde, also diese berühmte Nordland-Tour. Da durften nur Männer dabei sein und sie hatten viel Spaß, also er hatte viel Spaß und die anderen mussten folgen. Und da war eben auch dieser Fürst zu Eulenburg und Hertefeld, heißt er, Philipp, Fürst zu Eulenburg und Hertefeld, dabei, der Schlossherr von Schloss Liebenberg. Und auf dessen Schloss auch diese Geschichte dann spielt. So, und das hört sich jetzt nach viel Politik an, aber das ist so die Ausgangsfragestellung für mich gewesen. Und dieses Thema, das läuft im Hintergrund mit, also das Politische, das Gesellschaftliche, das verflechte ich sozusagen mit meinen Hauptfiguren, mit dem Leben, mit dem Schicksal meiner Hauptfiguren. Und die sind alle aus den untersten Schichten. Ja, also die kommen von ganz unten und das sind die auch am meisten unter den Entscheidungen des Kaisers und der kaiserlichen Regierung zu leiden hatten. Ich schreibe diesen Roman rein aus Sicht der Dienstboten, weil ich die Politik nicht in den Vordergrund stellen wollte. Dieser ganze Politik-Skandal ist extrem kompliziert, sehr komplex. Es gibt unglaublich viele Akteure, die teilweise auch unlogisch gehandelt haben. Und ich wollte aber eben die Lebenswirklichkeit der Menschen abbilden, die am meisten unter diesen Akteuren zu leiden hatten, also unter den politischen Entscheidungen dieser Akteure.
Demonstrieren gehen war heikel, Streiken war verboten, die Wahlmöglichkeiten waren sehr eingeschränkt für Männer, für Frauen gab es überhaupt keine Wahlmöglichkeiten. Sie hatten also wenig Möglichkeiten, selbst Einfluss zu nehmen, waren aber den politischen Entscheidungen mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. So. In der Regierung und am kaiserlichen Hof ging es ganz wild zu. Da gab es also, ja, es gab die berühmte Berliner Gerüchteküche, es gab Lügen, es gab Intrigen, es gab das Karrieredenken, sehr starke Hierarchien und auch Vetternwirtschaft. Das alles gab es bei den Dienstboten, finden wir in der Dienstbotenetage auch wieder. Aber da gab es eben auch noch andere Dinge, die die Gesellschaft damals bewegten. Wir sehen das anfängliche Aufbegehren, die große Sehnsucht nach gesellschaftlicher Veränderung und es liegt sogar ein kleiner Hauch von Revolution in der Luft. Wer sind meine Figuren? Also das einmal Adelheid Scharf. Adelheid Scharf ist die Tochter eines Tagelöhners. Sie wird Stubenmädchen auf dem Schloss, überspringt ein paar Hierarchiestufen und das ruft direkt ein paar Neider auf den Plan. Dann gibt's Hedda Pietsch. Hedda Pietsch ist schon Stubenmädchen. Sie leidet sehr unter dem Butler. Eigentlich leiden alle unter dem Butler, aber sie leidet besonders unter ihm. Dann gibt es Viktor Nowak. Viktor Nowak ist sehr gut aussehend, aber auch arrogant. Er ist arrogant, weil er so ein bisschen die Leute von sich fernhalten will, weil er ein großes Geheimnis hegt. Und dann gibt es Konstanze Maiwald. Konstanze ist die Gouvernante und Gesellschafterin der drei Fürstentöchter. Auch sie hegt ein großes Geheimnis, über das sie später stolpert. Dann gibt es den Herrn Opitz, den sogenannten Haushofmeister, also oberster Diener und Butler. Er ist cholerisch, er ist ein bisschen inkompetent und er hat zwei große Laster. Dann gibt es natürlich eine Mamsell, die leider nicht so schalten und walten kann, wie sie eigentlich sollte. Dann gibt es auch viele andere Personen, Lydia Keller zum Beispiel. Sie ist Hausmädchen, sie ist übergangen worden, sollte eigentlich neues Stubenmädchen werden. Dann gibt es Dietrich Budde, der ist zweiter Diener, er ist eigentlich scharf auf Viktor Nowaks Stellung, also noch und noch viele, viele andere, die jetzt aber nicht so eine wichtige Rolle spielen. Und sie bewegen sich also praktisch immer in den Räumen der Herrschaften. Allerdings geht es eben nicht um das Leben der Herrschaften, sondern es geht um das Leben der Dienstboten und um ihren harten Arbeitsalltag. Genau, und natürlich gibt es auch im Hintergrund noch eine Liebesgeschichte, die so langsam aufgebaut wird. Wieso schreibe ich über die deutsche Geschichte? Mein Schreiben ist, glaube ich, sowas wie die Suche nach Heimat, also nach meinem Ursprung. Und dieser Ursprung ist ja verbunden mit der Geschichte Deutschlands. Also der hat ja mich geprägt, die hat meine Familie geprägt. Und es gibt nicht so diesen einen Ort, den ich Heimat nenne. Also meine Wurzeln sind so ein bisschen puzzelartig. Ich bin rechtsrheinisch geboren worden, ich bin linksrheinisch aufgewachsen am Niederrhein. Ich habe über 20 Jahre in Aachen gelebt. Ich lebe jetzt schon wieder fast 20 Jahre in Köln. Und wie bei so vielen Familien hat der Zweite Weltkrieg auch das Schicksal meiner Familie maßgeblich beeinflusst. Die Familie meines Vaters hat eine Vertriebenengeschichte, kommt aus Niederschlesien, das ist heute Polen. Dieser Teil der Familie hat sich danach auch aufgeteilt auf die DDR und auf die BRD. Meine Eltern wurden in der Zeit der Nazi-Diktatur geboren, haben ihre Kindheit im Zweiten
Zweiten Weltkrieg erlebt. Meine Großeltern wurden noch im Kaiserreich geboren und sind in der Weimarer Republik groß geworden. Und das sind natürlich die Menschen, die mich maßgeblich beeinflusst haben. Also wenn ich mich mit der Geschichte Deutschlands beschäftige, dann beschäftige ich mich ja mit meiner Vergangenheit, mit der Vergangenheit meiner Familie. Begebe mich auf die Suche nach Antworten zu meinem Ursprung. In gewisser Weise will ich mir meine heutige Welt erklären, wie bin ich eigentlich die geworden, die ich geworden bin, und habe auch die Hoffnung, einfach ein Stück Heimat zu finden in diesen Antworten. Ob es Ähnlichkeiten mit Gut Greifenau gibt? Bedingt. Schloss und Gut Liebenberg ist zwar auch ein Landgut, aber es ist vor allen Dingen ein Schloss und Sitz eines Fürsten. Liebenberg ist deutlich näher ran an Berlin, also an der Hauptstadt, an dem Wohnort des Kaisers und damit am Zentrum der Macht. Der Fürst war der beste Freund des Kaisers oder einer der besten Freunde des Kaisers. Und wir bewegen uns hier also in den höchsten Kreisen. Gleichzeitig spielen die Hauptrollen aber Kinder von Tagelöhnern, also von der untersten Schicht. Und diese gesellschaftliche Schere geht also deutlich weiter auseinander als bei Gut Greifenau. Das Landgut selbst ist Nebensache. Hier geht es also nicht um Landwirtschaft, sondern wirklich um politische Ränkespiele und um Macht. Wenn man einen neuen Roman anfängt, dann muss man eigentlich eine ganze neue Welt erschaffen. Es ist so ein bisschen wie eine Reise in ein unbekanntes Land. Man holt sich also Reiseführer, man schaut erstmal, was erwartet einen da alles, auf was muss man sich vorbereiten, was muss man mitnehmen. Man muss also alles neu entstehen lassen, gerade was das Setting angeht. Wie sieht das Schloss aus, was ist in der Umgebung, wo laufen die Leute im Schloss, wenn sie laufen, die Treppe hoch und runter, wie sieht die Leute Stube aus. Alles ist neu und alles muss praktisch neu erfunden, neu erdacht werden. Das ist immer so, wenn man eine neue Geschichte anfängt, aber dieses Mal ist es mir ganz besonders schwer gefallen, mich von den liebgewonnenen Figuren von Gut Greifenau zu verabschieden. Die haben mich über 7 Jahre lang jetzt begleitet und jetzt musste ich mich auf neue Figuren einlassen, neue Menschen einlassen, musste die erstmal kennenlernen, so mit ihren Charakterstärken und Charakterschwächen. Wir mussten uns einfach eher mal ein bisschen näher kommen, aber jetzt ist es geglückt, ja, und wir sind alle Freunde geworden. Was steckt hinter dem großen Polizeiskandal? Also Fürst zu Eulenburg wurde der Homosexualität beschuldigt. Er und noch ein paar andere Männer, die alle dem Kaiser nahe standen. Also die Mitglieder der sogenannten Liebenberger Tafelrunde. Damals waren homosexuelle Handlungen verboten, sie waren strafbar und sie wurden gesellschaftlich geächtet vor allen Dingen auch. Ja. Das hatte also einmal eine politische Dimension, weil es eben Verbündete des Kaisers waren sozusagen. Und es hatte für alle Beteiligten natürlich auch eine außerordentliche Brisanz überhaupt. Es gab also diesen Berliner Publizisten Maximilian Harden, der überhaupt nicht einverstanden war mit der Politik des Kaisers. Und er ging davon aus, dass eben jene Männer im Hintergrund die Fäden zogen. Und um den Kaiser jetzt von diesem, wie er es ausdrückte, verweichlichten und weibischen Einfluss zu befreien, betrieb er ein Zwangsouting. Das mündete sozusagen in einer Hexenjagd gegen Homosexuelle. Und löste eben diesen riesigen Skandal aus. Dieser Skandal hat sich also weit über die deutschen Lande ausgebreitet. In der ganzen Welt sprach man darüber. Und setzte das stolze preußische Heer in ein schlechtes Licht. Schlimmer noch, in ein lächerliches Licht. Ja, also die ganze Welt machte sich über das stolze preußische Heer lustig und auch über den deutschen Kaiser. War
Kaiser Wilhelm selbst homosexuell? Ja, die Frage, die sich eigentlich vorher noch stellt, ist, kann man mit jemandem 20 Jahre befreundet sein und nicht merken, dass er homosexuell ist? Also der Kaiser war ja mit Fürst zu Eulenburg sehr gut befreundet, und es geht ja auch nicht nur um den Fürsten hier, es geht ja auch um drei Flügeladjutanten des Kaisers, die lange bei ihm gearbeitet haben, und um noch weitere hochgestellte Persönlichkeiten, die alle im Dunstkreis des Kaisers agierten. Und wenn man sich dann also mit der Figur des Kaisers beschäftigt, merkt man, das war ja gerade das Tragische an ihm, dass er so vieles nicht mitgekriegt hat und so vieles nicht kapiert hat und so vieles einfach nicht wusste. Aber war der Kaiser jetzt selbst homosexuell? Also nach meinen Recherchen würde ich jetzt nicht ganz ausschließen, dass er sich in seiner Sturm- und Drangzeit da mal ein bisschen ausprobiert hat. Wer aber eine genauere Antwort auf die Frage wissen möchte, dem würde ich empfehlen, die Schloss Liebenberg-Trilogie zu lesen.